Noch 4 Wochen bis zum Mammutmarsch und leider lief das Training nicht wie geplant. Deshalb sind jetzt drastische Maßnahmen nötig. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir fragen die KI. Welches Training brauche ich für die 100-Kilometer-Wanderung? ChatGPT sagt auf diese Frage Folgendes. Für eine 100 Kilometer lange Wanderung in 24 Stunden ist ein strukturiertes Trainingsprogramm erforderlich. Es sollte eine Kombination aus Ausdauertraining, Krafttraining und spezifischen Wandern beinhalten. Was meint ChatGPT mit spezifisches Training? Damit ist gemeint? Ähnliche Wanderungen der Wettkampfsituation. Welche Ausrüstungstipps kann es ChatGPT für die 100-Kilometer-Wanderung mitgeben? Die Liste von ChatGPT hat sich eben richtig so aufgebaut. ChatGPT hat viele Tipps. Für eine 100 Kilometer lange Wanderung in 24 Stunden ist es wichtig, eine geeignete Ausrüstung dabei zu haben, die dich unterstützt und Komfort bietet. Hier sind einige Ausrüstungstipps. Nennt einerseits die Wanderschuhe. Hier sollen wir in hochwertige Wanderschuhe investieren, die gut passen und ausreichend Stabilität und Dämpfung haben. Den Rucksack gibt es halt folgende Punkte, die ChatGPT erwähnt. Das ausreichende Volumen, damit man eben das Wasser und die Verpflegung transportieren kann. Und weist nochmal darauf hin, auf den Tragekomfort der Gurte. Kleidung. Hier sollen wir atmungsaktive und schweißableitende Kleidung tragen, die uns bei den verschiedenen Wetterbedingungen trocken und komfortabel hält. Ich denke, aus unseren vielen Wanderabenteuern haben wir jetzt hier schon die richtige Kleidung, die uns auch in Berlin durchs Ziel tragen wird. Navigation. Trage ein GPS-Gerät, eine Wander-App mit deinem Smartphone, damit du den richtigen Weg findest. Also wir werden auf jeden Fall neben der GPS-Navigation auf der Uhr auch noch Komoot dabei haben, um die Strecke zu finden. Ja, Punkte, den Matthias auch immer sehr gut auf dem Schirm hat, das Erste-Hilfe-Set. Haben beide immer so ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei. Das gibt es mit unter 100 Gramm auch schon zu haben, wo trotzdem alles dabei ist. Also das sollte in keinem Wanderrucksack fehlen. Taschenlampe oder Stirnlampe? Was sollte ich in den letzten Stunden vor einer 100 Kilometer Wanderung beachten? Wow, es gibt ganz schön viel zu beachten. Gut, dass wir das jetzt schon fragen. Richtig, das können wir alles beachten, wenn wir dann in Potsdam im Hotelzimmer uns vorbereiten. Aber ich glaube, ChatGPT fasst das ganz gut zusammen. In den letzten Stunden vor einer 100 Kilometer langen Wanderung in 24 Stunden solltest du darauf achten, deinen Körper optimal vorzubereiten und sicherzustellen, dass du gut ausgeruht und energiegeladen bist. Dazu gehört ausreichend Schlaf, eine letzte Mahlzeit, die ausgewogen ist an Kohlenhydraten, Proteinen, gesunden Fetten. Und man sollte schwere und allzu fettige Speisen vermeiden. Man sollte sich natürlich ausreichend trinken davor. Ein bisschen stretchen und aufwärmen kann dir helfen. Die mentale Vorbereitung ist wichtig und trotzdem entspannt an den Start gehen. Und diese Punkte helfen dann, mit Zuversicht in die 100 Kilometer lange Wanderung starten zu können. 100 Kilometer sind lang. ChatGPT, welche Musiktipps hast du für eine 100 Kilometer Wanderung in 24 Stunden? Mal gucken, ob es auch so umfangreich ist wie die anderen Tipps, die sportlichen. Okay. Ich hatte jetzt konkrete Songs im Kopf, die er sagt, aber er hält sich, ChatGPT ist sehr neutral, was das angeht. Ja, weil er fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Wir sollen auf energetische Songs achten, inspirierende Songs, Upbeat-Melodien und abwechslungsreiche Genres. Und natürlich die persönlichen Favoriten nicht vergessen. Zusammenfassend. Denke daran, deine Playlist so zu gestalten, dass sie gut zu deinem individuellen Geschmack und deiner Stimmung passt. Musik ist eine kraftvolle Kraftquelle, die dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen und deine Grenzen zu überwinden. Neben der Musik brauchen wir noch mehr Motivation. Nenne uns 10 Motivationsmantras für eine 100-Kilometer-Wanderung. Jetzt bin ich sehr gespannt. Nummer 1. Ich bin stärker, als ich denke und ich kann diese Herausforderung bewältigen. Schon mal ein guter Einstieg. Genau. Mantra Nummer 2. Ein Schritt nach dem anderen bringt mich meinem Ziel näher. Nummer 3. Jeder Schritt ist ein Sieg auf meinem Weg zum Erfolg. Nummer 4. Mein Geist ist stark, meine Beine sind stark. Ich bin bereit, meine Grenzen zu überschreiten. Nummer 5.
Ich atme Kraft ein, ich atme Zweifel aus. Ich bin auf diesem Weg unbesiegbar. Nummer 6. Mit jeder Bewegung wächst meine Entschlossenheit, dieses Ziel zu erreichen. Nummer 7. Ich vertraue auf meine Ausdauer und meine Fähigkeiten, diese Strecke zu bewältigen. 8. Schmerz ist vorübergehend, Stolz ist für immer. Ich werde stolz auf meine Leistung sein. Das kann man übrigens auch immer als Schild bei den Veranstaltungen lesen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Nummer 9. Ich bin Teil der Natur, die mich umgibt. Und sie gibt mir die Kraft, weiterzumachen. Nummer 10. Meine Willenskraft ist mein Antrieb. Mein Ziel ist mein Fokus. Ich werde nicht aufgeben. Ich würde mich jetzt entscheiden für... Entweder ich bin stärker, als ich denke und ich kann diese Herausforderung bewältigen. Oder ich vertraue auf meine Ausdauer und meine Fähigkeit, diese Strecke zu bewältigen. Was sind deine Favoriten, Julia? Ich muss sagen, ich verbinde das mit dem Schmerz ist vorübergehend, der Stolz bleibt. Wobei ich sagen muss, für mich die größte Motivation ist einfach, wenn ich mir bildlich vorstelle, wie wir zusammen durchs Ziel laufen mit Egon. Und das ist immer das, was ich vor den Augen habe. Natürlich verbringen wir die 24 Stunden nicht alleine. Man trifft während der Wanderung jede Menge andere Teilnehmer und deshalb brauchen wir jetzt... Trommelwirbel! Die 10 besten Smalltalk-Themen für eine lange Wanderung. Wenn wir uns in Berlin treffen, wir haben uns die Gesprächsthemen natürlich vorher selbst überlegt. Meistens ergeben die sich ja sowieso automatisch, da sind auch viele schon dabei, die man sonst bei den langen Wanderungen immer hört. Also Punkt 1 ist, man kann über Naturbeobachtung sprechen, zum Beispiel die Schönheit der Landschaft, verschiedene Tiere und Pflanzen, die man auf dem Weg trifft. Was mir da fehlt, ist das Wetter, das liebste Redethema der Deutschen. Dann Nummer 2 sind die Reiseerlebnisse. Nummer 3 sind natürlich Hobbys und Interessen, der Klassiker. Mhm. Nummer 4 Lebensgeschichten, finde ich, hat man auch schon richtig, richtig tolle gehört, wenn man so an den Start geht. Nummer 5 sind die Lebenspläne, die der andere hat. 6. Essen und Ernährung. Ja, und zwar hier ganz spezifisch. Wir sollen uns über Lieblingsgerichte, Kochrezepte und Ernährungspräferenzen austauschen. Mhm. Mal schauen, ob wir danach was kochen. Also wir sind wild auf euer bestes Zimtschneckenrezept. Ja, das fehlt uns nämlich noch. Dann die Nummer 7. Humor und Witze. Nummer 8. Musik und Unterhaltung. Hier sollen wir über unsere Lieblingsmusik, Künstler oder Konzerte sprechen und die mit euch teilen. Mhm. Nummer 9 sind aktuelle Ereignisse, so aus Themen Nachrichten, Trends, Politik und Wissenschaft. Und natürlich Nummer 10 ist die bisherige Wandererfahrung. Hier schreibt ChatGPT, teilt eure Tipps und Tricks für das Wandern aus, tauscht eure Wandererfahrung aus und gebt euch gegenseitig Unterstützung und Motivation für die restliche Strecke. Ich bin nicht der Nachtmensch. Sobald es dunkel wird, werde ich müde. Deshalb brauchen wir jetzt von ChatGPT Tipps gegen Müdigkeit. Mal gucken, ob das Matthias wach hält. Ich habe da nicht so die Probleme. Der größte Wachmacher für dich bin ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, ChatGPT empfiehlt regelmäßige Pausen. Powernaps? Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich glaube, wenn ich mich zum Powernap hinlege, stehe ich nicht mehr auf. Ja, das befürchte ich leider auch. Gesunde Snacks, das finde ich aber gut. Nüsse, Trockenfrüchte, Energieriegel oder auch generell Früchte. Dann ausreichend trinken. Mhm. Bewegung und Stretching. Stretching finde ich einen guten Punkt. Bewegung werden wir, glaube ich, auch so genug haben. Gespräche und Ablenkung. Darauf freue ich mich schon richtig, richtig beim Mammutmarsch. Atemtechniken. Hier steht, probiere Atemübungen aus, um deine Energie zu steigern und dich zu beleben. Tiefes Ein- und Ausatmen kann helfen, Sauerstoff in deinen Körper zu bringen und deine Konzentration zu verbessern. Positive Gedanken, Visualisierung des Erfolgs. Finde ich super. Und zuletzt Koffein. Ich glaube, darauf werde ich auch setzen. Bisher hat ChatGPT sehr gute Antworten gegeben, aber es war jetzt noch nicht der Geheimtipp dabei. Darum fragen wir mal konkret.
Was ist dein Geheimtipp, ChatGPT, für 100 Kilometer? Also Punkt 1 ist, gute Schuhe sind das A und O. Ja, ich glaube, das würde jeder von uns unterschreiben. Und wir haben jetzt auch darauf geachtet, dass wir beide sehr gut eingelaufene Schuhe haben. Ja. Voriges Erkunden der Strecke ist für uns leider nur digital möglich, weil wir eben nicht aus Berlin kommen. Haben uns aber, oder wenn die Streckenplanung offen ist, würde ich schon sagen, dass wir uns auch nochmal genau die Verpflegungspunkte angucken, wo vielleicht markante Stellen sind. Und ich freue mich ja, wenn wir wirklich nachts dann am Brandenburger Tor und an der Siegessäule entlang laufen. Dann sollen wir auf leichte Verpflegung achten. Das heißt, leichte und energiereiche Verpflegung, die einfach zu transportieren und zu konsumieren ist. Dann ist hier auch nochmal erwähnt die mentale Vorbereitung, dass man seine Wasserquellen im Voraus planen soll. Ich denke, durch den Veranstalter ist hier schon mal das Minimum abgedeckt. Und natürlich werden wir beide unsere Trinkblase dabei haben. Technische Hilfsmittel, da wird nochmal auf die Wander-Apps verwiesen. Okay. Und natürlich die passende Kleidung dabei zu haben. Wir wissen alle, wie regnerisch es bisher in 2024 ist. Das heißt, wir werden uns auch auf alle Wetterlagen vorbereiten. Das finde ich ein super Tipp, das gemeinschaftliche Wandern. Ich finde, gerade beim Mammutmarsch, wir haben ja auch hier den Rhein-Main jetzt zweimal zusammen gemacht, den Little Mammut. Das ist einfach, das Gemeinschaftsgefühl ist grandios und das wird uns sicherlich auch gut durch die Veranstaltung tragen. Als neunten Punkt kommen hier Entspannungstechniken. Lerne Entspannungstechniken, Atemübungen oder Meditation, um dich während der Wanderung zu beruhigen und zu zentrieren. Dies kann helfen, Stress abzubauen und deine Ausdauer zu verbessern. Und letzter und wahrscheinlich wichtigster Punkt: Genieße den Moment. Ja. Die Frage, die uns alle brennend interessiert: Ist ein alkoholfreies Bier nach einer 100 Kilometer Wanderung gut für die Regeneration? Ich sag persönlich ja, ohne die Antworten gelesen zu haben. Zusammenfassend kann ein alkoholfreies Bier eine erfrischende und angenehme Möglichkeit sein, sich nach einer langen Wanderung zu entspannen und zu regenerieren, solange es in Maßen genossen wird und deine persönliche Ernährung und Gesundheitsziele berücksichtigt werden. Ja. Ich werde auf jeden Fall eins trinken. Wie sieht's bei dir aus? Ja, gerne. Mal schauen, ob sie welches haben. Bonusfrage. Kann ein Zebra 100 Kilometer am Stück wandern? Zebras sind bekannt für ihre ausgezeichneten Lauf- und Ausdauerfähigkeiten. Sie können tatsächlich lange Strecken wandern, um nach Wasser oder Nahrung zu suchen oder um Wanderungen während ihrer Wanderung zu folgen. Es gibt Berichte über Zebras, die mehrere Stunden am Stück über große Entfernungen galoppieren können. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass ein Zebra ohne Pausen 100 Kilometer am Stück wandern würde, wie es bei einer menschlichen Wanderung der Fall sein könnte. Zebras bewegen sich normalerweise in Herden und nehmen regelmäßige Pausen zum Fressen, Trinken und Ausruhen ein. Außerdem hängt die Wanderdistanz, die ein Zebra zurücklegen kann, von verschiedenen Faktoren wie Alter, Gesundheit, Gelände und Wetterbedingungen ab. Insgesamt haben Zebras eine beeindruckende Ausdauer, aber wie bei den meisten Tieren ist auch bei ihnen die Realität der Bewegung von verschiedenen Faktoren abhängig. Ich denke, Egon wird am 18. Mai das Gegenteil beweisen. Zusammenfassend fand ich die Antworten der KI immer sehr gut. Probiert es gerne selbst aus. Wir haben jetzt nur die Zusammenfassung vorgelesen. Ich denke, man kann sich wirklich sehr gut mit der KI drauf vorbereiten, auf so eine lange Wanderung. Eigentlich natürlich am Ende zählt die eigene Leistung. Ja, genau. Und ich glaube, die Hauptkriterien waren eben körperliche Vorbereitung, gute Verfassung und eben die mentale Stärke. Wir hoffen, dass wir uns beim Mammutmarsch in Berlin über den Weg laufen und uns vielleicht da mit guten Gesprächen über unsere Wanderung austauschen können. Bis dann. Tschüss.